video is sponsored by Noom. Glücklich sein ist nicht etwas, das schon fertig gemacht ist. Es stammt von deinen eigenen Handlungen. Für mich sind diese Handlungen die Selbstfürsorge geworden. Die meisten Mütter fühlen sich heutzutage unter Druck gesetzt. Die Karriere, Familie, Haushalt unter einen Hut zu bringen, ist nicht einfach. Und fast alle Mütter kämpfen mit Schuldgefühlen, wenn sie Zeit weg von ihren Kindern nehmen, um sich selbst zu kümmern. Zeit für sich selbst zu nehmen, ist für mich seit kurzem zu einer Priorität geworden. Ich finde das nicht egoistisch, meiner Familie gegenüber. Im Gegenteil. Meine Selbstfürsorge stärkt unser Familienleben und ist eine Basis für das Wohlbefinden zu Hause. Nur derjenige kann etwas geben, wenn man was zum Geben hat. Wir können nicht aus einer leeren Tasse einschenken. Eine Mama, die mehr um sich selbst kümmert, hilft auch ihren Kindern, sich selbst zu lieben. Ihre Kinder beobachten jede einzelne Handlung, was sie tut. Ihr Verhalten wird zu einem Vorbild für sie. Und wenn du eine Person bist, die sich aktiv um sich selbst kümmert, sich selbst liebt, die Kinder werden das auch tun. Selbstfürsorge ist ein Akt, um Selbstwert zu schätzen und selbst zu akzeptieren, um selbst zu lieben und uns besser kennenzulernen. Hier sind ein paar meiner einfachen, aber effektiven Ideen für Self-Care für Mamas. Für mich steht der Schlaf an der ersten Stelle in der Liste für Selbstfürsorge. Schlafforscher empfehlen mindestens 7,5 Stunden Schlaf am Tag. Ich persönlich brauche mindestens 8 Stunden. Wenn ich erholt und ausgeschlafen bin, dann kann ich die Schwierigkeiten des Tages mit einer ganz anderen Energie und Einstellung begegnen. Im Gegenteil, zu wenig Schlaf macht mich deutlich unkonzentrierter und sehr reizbar. Und bei dem täglichen Umgang mit Kindern ist der gereizte Zustand sehr gefährlich. Deswegen achte ich immer sehr darauf, dass ich genug Schlaf bekomme. Das bedeutet, dass ich eine Stunde vor dem Schlafengehen das Handy und den Rechner in den Flugmodus setze, damit Bluescreens mein natürliches Schlafmuster nicht beeinträchtigen. Es hilft mir, meinen Geist und Körper auf die lange bevorstehende Nacht vorzubereiten. Der bedeutungsvolle und erfüllende Tag beginnt mit einem guten Schlaf und ist für die geistige und körperliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Morgens versuche ich vor den Kindern aufzustehen. Dafür muss ich natürlich früh ins Bett gehen, um auf meine 8 Stunden zu kommen. Ich persönlich mag es einfach, vor meinen Kindern aufzuwachen und eine Stunde für mich zu haben. Ich werde mich dehnen, Wasser trinken und mich bewegen, damit ich das Gefühl habe, dass ich bereits meine Tasse gefüllt habe, bevor ich die Tassen meiner Kinder fülle. Wenn ich morgens Zeit habe, wie an diesem Samstag, mag ich im Garten Yoga zu machen. Ich versuche die Bewegung in mein hektisches Leben zu integrieren, denn ich mich danach ganz anders fühle. Regelmäßige körperliche Aktivität belebt den Körper, Geist und Seele und kann sogar zur Vorbeugung vieler Erkrankungen von wesentlicher Bedeutung sein. Meiner Meinung nach ist es ein Must-Have bei der Selbstvorsorge für Mamas. Ich versuche zweimal die Woche abends zu einem Sportkurs zu gehen. Insbesondere Zumba macht mir Spaß. Versuche auch du eine Aktivität für dich zu finden, was dir besonders viel Spaß macht und dich motiviert, die Trainingshosen ohne Kompromisse anzuziehen. Danach fühlt man sich besonders gut und man braucht immer wieder solche Abwechslung in Mamas Alltag. Auch wenn du absolut keine Zeit für Sport hast, kannst du trotzdem auch 15 Minuten am Tag finden, um sich zu bewegen. Sei es bevor die Kinder aufwachen
während die Kinder Mittagsschlaf machen oder einfach mit dem Kinderwagen spazieren zu gehen. Eigentlich kann man immer Zeit für ein aktiveres Leben finden. Mein Ziel dieses Jahr ist es, mindestens 15 Minuten am Tag dem Sport zu widmen. Gutes Essen stärkt unseren Körper. Man isst, was man isst. Denn die Dinge, die wir jeden Tag zu uns nehmen, beeinflussen unseren Körper und unser Wohlbefinden. Als ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich wenig darauf geachtet, was und wann ich esse. Meistens war das ein belegtes Brötchen, was ich irgendwie unterwegs auf der Schnelle gegessen habe. Aber hier muss man aufpassen, um nicht in die Falle zu kommen. Es ist auch großartig für die Kinder zu sehen, wie man sich um sie selbst kümmert, denn man ein gesundes Verhalten den Kindern vorlebt. Wie macht man nun eine gesunde Ernährung zur Gewohnheit? Für mich ist es wichtig, einen Essplan für die Woche zu machen. Dann fällt diese blöde Frage, was koche ich denn heute, weg. Man kann entsprechend die Einkaufsliste planen und spart dabei enorm viel Zeit, Geld und vor allem ernährt man sich gesund. Seit kurzem unterstützt mich auf diesem Weg zur gesunden Ernährung Noom. Mit Noom kann man definitiv Schwangerschaftsspeck verlieren und sich glücklicher und fitter fühlen. Allerdings ist es keine Diät. Es steckt vieles mehr dahinter. In meinem Leben habe ich bereits ganz, ganz viele Diäten gemacht. Als ich jung war, habe ich ganz viele Diäten gemacht und meistens haben sie gar nicht funktioniert, weil am Anfang hat man eine große Motivation, aber sehr schnell verpufft diese Motivation und irgendwann hat man keine Lust mehr. Wenn du auch dieses Problem kennst, gibt es zum Glück auch andere Wege, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel mit Noom muss man keine Diäten machen, man kann essen, was man will. Denn die haben ein sehr einfaches Ampelsystem erschaffen und die Lebensmittel werden in Kategorien aufgeteilt, grüne, gelbe und rote. Ich habe die Listen ausgedruckt und in meinen Kühlschrank angebracht und jedes Mal, wenn ich koche, kann ich mich an diese Listen orientieren und automatisch greife ich zu einer gesünderen Variante zu. Übrigens, bei meiner Essensplanung nutze ich auch oft die Rezepte von Noom, die bereits diese Balance zwischen grünen, gelben und roten Lebensmitteln haben. Bei Noom kann man die Mahlzeiten ins Ernährungstagebuch eintragen und die Kalorien werden automatisch angezeigt. Um zu starten, geh einfach zu noom.com/mamanadia und beantworte die Fragen zu deinen Gewohnheiten. Anhand dieser Auswertung bekommst du einen personalisierten Plan. Laut meinem Plan müsste ich mein Traumgewicht bis zum 12. Juni erreichen. Allerdings geht mir gar nicht hier um die Kilos, die ich verlieren möchte, sondern darum, dass ich einen nachhaltigen Erfolg habe und gesunde Gewohnheiten habe. Und hier ist Noom klasse aufgestellt, weil die haben nicht nur Informationen über Lebensmittel, sondern das Ganze wird nochmal aus verhaltenspsychologischer Sicht untermauert. Anhand von Lektionen lernt man täglich bestimmte verhaltenspsychologische Aspekte, die dir helfen, Motivation zu bekommen. Und zum Beispiel lernt man, wie sich die Gewohnheiten formen. Das finde ich eine klasse Lektion, die man nicht nur auf Ernährung anwenden kann, sondern generell im Leben, wie man gute Gewohnheiten formen kann. Um Erfolg zu haben, spielt Psychologie eigentlich eine sehr große Rolle. Und wenn es dir mal einsam wird und du Unterstützung brauchst, gibt es eine Community. Es gibt auch Gruppencoaches und einen persönlichen Coach, der dich auf dem Weg zu deinem Erfolg unterstützen kann. Die Coaches sind in Psychologie, Fitness und Ernährung geschult und können dich tatsächlich zu deinem Erfolg begleiten. Wenn du Interesse hast, mehr zu erfahren, dann geh zu noom.com/mamanadia. Und beginne bereits heute damit an, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Und hier sind ein paar einfache Ideen, um gesunde Ernährung zur Gewohnheit zu machen. Einmal die Woche vielleicht vegetarisch kochen, auf den Bauernmärkten Bioprodukte einkaufen, Essenplan erstellen und entsprechend den Plan einkaufen. Und so wirst du wissen, was du jeden Tag zu sich nimmst. Die Mahlzeiten werden geplant und die Kinder können in der Küche mithelfen. Trink genug Wasser und die Apfelsaftschorle oder Cola lieber durch Wasser ersetzen. Und natürlich, solche Anbieter wie Noom unterstützen dich auf dem Weg zur gesunden Ernährung, zu der Gewichtsabnahme und zur täglichen Aktivität. Probier das mal aus. Link ist in der Beschreibung. Die meisten von uns haben eine ewig lange To-Do-Liste und standardgemäß setzt man sich selbst oft ans Ende der Liste.
Manchmal schafft man es gar nicht auf die Liste. Ich nehme mir inzwischen mindestens 30 Minuten vor, Zeit für mich zu nehmen. Ich trage das sogar in meinen Kalender ein, damit das zu einem festen Bestandteil meiner Routine wird. In dieser Zeit kann ich zum Beispiel ein Buch lesen, spazieren gehen oder ein Bad nehmen. Ab und zu meditiere ich und versuche das regelmäßiger zu machen. Meditation ist wirklich Gold wert für die Mamas und ich versuche das jetzt regelmäßiger zu machen und meinen Alltag zu integrieren. Mir hilft Meditation, Stress im Alltag abzubauen und meinen unermüdlichen Monkey Mind zu beruhigen. Wer regelmäßig meditiert, ist nicht nur gelassener und entspannter, er entwickelt auch Konzentrationsfähigkeit und Selbstbewusstsein. Versuche das auch in deine Routine zu implementieren. Ich hoffe, du nimmst regelmäßig Zeit für dich. Du gönnst dir diese Zeit, ohne irgendwelche Schuldgefühle zu haben. Denn glückliche Mamas haben zwangsläufig glückliche Kinder. Von deinem Glück hängt das Glück deiner Familie ab. Denk daran und kümmere dich regelmäßig um dich selbst. Die Liebe und Zuneigung, was du deinen Kindern und deinem Partner gibst, brauchst du umso mehr.